News und Talks für Gebildete, Heiligabend 2019 mit dem Weihnachtsgeschenk. Ja, Weihnachtsgeschenk und Frust. Erst der Frust, dann das Weihnachtsgeschenk. Professor Hans-Werner Sinn, einer der berühmtesten Volkswirte Deutschlands, ist ein neues Video rausgekommen. Ein fast zweistündiger Vortrag. Wie retten wir das Klima und wie nicht? Und da rechnet er eigentlich gnadenlos vor, dass erstens das unbezahlbar ist, dass wir eventuell mit dem Klimaschutz unsere gesamte Wirtschaft ruinieren und allermindestens wir gewaltige Wohlstandsverluste vor uns haben, auch wenn wir es beim Klima schaffen würden. Also das heißt, dass sich die Menschheit auf einen gewaltigen Wohlstandsverlust einstellen müsse, der auch wieder Menschenleben kosten würde, weil es gibt ja so Rechnungen, wie dass die Wohlstandszunahme auch wieder Menschenleben rettet. Ja? Also wir kommen nicht drum rum, auch wenn es irgendwie funktionieren würde, wäre er gesagt, ja, aber am Ende ist es ein gewaltiger Wohlstandsverlust für alle, mit dem wir das bezahlen müssen. Und wenn Deutschland jetzt aktiv wird, und deswegen ist ja die Regierung auch so clever, dass sie in Wirklichkeit gar nichts tut beim Klimaschutz, sondern nur so tut, als ob sie was täte, weil Professor Sinn natürlich da schon lange wahrscheinlich auch Gehör in der Politik gefunden hat, dass wenn Deutschland etwas machen würde, dass sogar die, und zwar im Alleingang, dass sogar die Folge wäre, dass auf der Welt deswegen, weil Deutschland Klimaschutzanstrengungen unternehme, noch mehr, gerade deswegen noch mehr CO2 weltweit ausgestoßen würde. Gehen wir es mal also im Einzelnen durch und sozusagen, und das Schöne ist, dass wir als Weihnachtsgeschenk auch die Lösung haben. Das heißt also, wie können wir das Ganze retten sozusagen? Und das ist die Rettung und Lösung gibt es nur hier. Also liebe Fridays for Future oder Greta Thunberg, Luisa Neubauer, nur hier finden wir jetzt die Rettung. Denn Hans-Werner Sinn, so stark wir ihn auch kritisieren, weil ihm entscheidende Sachen fehlen, das, was er macht und was er kann, den begrenzten Bereich, wo er was kann, das macht er schon richtig. Das macht er schon sehr gut. Ja, und deswegen, ich gehe mal Schritt für Schritt vor. Einmal, okay, Wind und Sonne, wir haben eigentlich nur eine Chance und die ist unendlich teuer. Wir müssen, Sinn rechnet vor, Wind und Sonne müssen wir in Gas umwandeln, in Wasserstoff oder Methan, also Erdgas. Also Wasserstoff oder Erdgas sind die einzige Chance und das hat einen riesigen Verlust und würde dann dazu führen, dass der Strom, was weiß ich, wie hat er vorgerechnet, ungefähr viermal so teuer wird wie bisher. Das würde also dann eventuell die gesamte Volkswirtschaft ruinieren. Alles andere geht nicht. Wind und Sonne in Batterien speichern sei schlichtweg unmöglich. Das sei nicht nur sehr teuer, sondern einfach nicht möglich. Ne? Und so. Und dann meine Idee wäre jetzt, was wir noch, wo wir uns behelfen könnten, wäre mit Riesenwindrädern, die über Waldhöhe arbeiten. Ja? Also über den Wäldern. Also nicht Wald roden für Windräder, sondern die Windräder so hochziehen, dass sie sozusagen über allem stehen und dort den Wind abfangen. So, und das wäre auch wieder unendlich teuer. Auch auf dem Meer zum Beispiel Windräder, auch die sind dann wieder unendlich teuer. Dann müssen wir ja auch irgendwie dann vom Meer und so weiter, da müssen wir dann am besten gleich aufs Meer dann noch die Umwandlung in Wasserstoff und in Methan durchführen.
und so weiter. Und ja, und mein Vorschlag wäre ja auch, alle Dächer Deutschlands mit Sonnenkollektoren voll machen und dann eben wieder umwandeln in Wasserstoff und Methan beziehungsweise Erdgas und da die großen Erdgasspeicher nutzen und so weiter. Und das gar nichts mehr direkt einspeisen sozusagen, damit man dann stabile Bedingungen hat und keine Schwankungen hat sozusagen, die einfach viele Kosten an sich verursachen, wie Professor Sinn vorrechnet. So, und bei Autos vorübergehend könnte man auch eine Zeit lang in ganz normale Motoren Erdgas tanken, ja, und damit hätte man im Moment die höchste Effizienz so von sofort, also sofort riesige CO2-Einsparungen. Gut, aber das alles ist unendlich teuer und kann unsere Volkswirtschaft nicht bezahlen. Das würde bedeuten, wir würden Millionen Arbeitsplätze verlieren, Deutschland würde völlig verarmen. Und das Ergebnis all dieser Maßnahmen, rechnet Professor Sinn vor, würde bedeuten, dass weltweit gerade wegen dieser Anstrengung der CO2-Ausstoß drastisch steigen würde. Das rechnet er genau vor, wie das ist mit den Scheichs und so weiter, dass sie wahrscheinlich mehr Öl verkaufen und schneller Öl, also der Ölpreis sinkt und dann überall auf der Welt, wenn Deutschland kein Öl mehr kauft und sich dadurch für die Scheichs quasi abzeichnet, dass ihr Markt irgendwann ganz am Ende ist, dann werden die aus Panik und aus Angst viel schneller ihr Öl aus der Erde holen sozusagen und dann wird der Preis nochmal deutlicher sinken, also nicht nur durch den deutschen Kaufsverzicht der Preis sinken, sondern oder den europäischen Kaufverzicht sozusagen der Preis sinken, sondern der Preis noch einmal weiter sinken, weil die Scheichs ganz schnell ganz viel aus der Erde holen, um diesen Preisverlust auszugleichen durch die Menge und dann würden wir damit quasi die Hummers, also die Extrem-SUVs in den USA finanzieren und keineswegs die Afrikaner retten, weil deren Erde verbrennt und so weiter durch die Hitze und so weiter. Nein, sondern es würden quasi in den Ländern sozusagen könnten sich die Leute billigst Sprit leisten für ihre super teuren SUVs. Und in Wirklichkeit würde quasi der wirtschaftliche Totalruin Deutschlands eigentlich nur zum Beispiel den amerikanischen SUV-Fahrern einen super günstigen Sprit bescheren, sodass die dann das ganze Öl verbrennen, was wir nicht kaufen, und sogar das Meeröl dann verbrennen, was die Scheichs aus Panik vor dem Ende ihres Marktes sozusagen schnell aus der Erde noch holen. Sinn rechnet nach, auch zeigt auch auf, dass wir in Deutschland unheimlich schnell unsere Kohle aus der Erde holen, weil wir eben auch da die Kohlestättenbetreiber und so weiter panische Angst davor haben, dass irgendwann ganz Schluss ist mit der Kohle und dann sozusagen und so lange nutzen sie, holen sie so schnell wie möglich im Moment die Kohle raus und verbrennen am meisten auf der ganzen Erde, wird in Deutschland verbrannt, weil eben jetzt noch ein Geschäft damit zu machen ist. Ja? So, dann Lösungen könnten sein, dass wir also die Öllager und Kohlelager in anderen Ländern aufkaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das militärisch sichern können, dass dann an unsere Öllager niemand rankommt und diese Öle und Kohle und Gaslagerstätten aufkaufen, sichern. Da müsste allerdings die ganze UNO und die ganze NATO das Ganze militärisch sichern, sozusagen, dass da keiner dran geht. Und dann könnten wir die Sachen in der Erde lassen. Genauso könnten wir weltweit entweder als UNO-Tarif, also UNO-Verbund oder als einzelne Länder, Wälder wie die in Amazonas und so weiter aufkaufen
und schützen und dann vielleicht ganz vernünftig eine schutzmäßige Waldwirtschaft dort betreiben, eine ganz vorsichtige sozusagen. Ja, und den Wald dann bewirtschaften. Ja, und das wird halt die Frage sein, ob zum Beispiel Brasilien bereit wäre, so viel Land zu verkaufen und quasi ja letztendlich damit einer ist halt die Frage des Preises. Wahrscheinlich muss der Preis sehr hoch sein. Und schon sind wir wieder bei dem Punkt, das kann Deutschland sich gar nicht leisten, weil dann geht die eigene Wirtschaft völlig kaputt und völlig runter. Aber das wären Möglichkeiten, ja. Und ich komme ja nachher dazu, wie wir das Ganze doch finanzieren können, ja. Und dann, ja, dann kommt Professor Sinn auf die Idee, ja, die einzige Rettung könnte ja sein, dass wir einen weltweiten Emissionshandel hinkriegen für alle. Ja, Pustekuchen, da machen einfach nicht alle mit, weil sie nämlich dafür dann wieder auf so viel Wohlstandssteigerung verzichten müssten, dass dadurch die sterbenden Menschenzahlen oder das Leiden der Menschen sozusagen noch größer ist, als wenn sie Tote zu beklagen haben durch den Klimawandel. Ja? Das heißt also, für die armen Länder ist es quasi so, dass der Schaden durch den Verzicht auf Wohlstandsausbau größer ist als der Schaden durch die Klimaschäden sozusagen. Und deswegen machen die erstmal nicht mit sozusagen. Also Pustekuchen. Und dann haben wir noch ein Phänomen. Die soziale Marktwirtschaft, die weltweite soziale Marktwirtschaft beziehungsweise der weltweite Kapitalismus hat ja noch 999 andere Probleme. Wie viele Jahrzehnte wollen wir jetzt also daran arbeiten, was in Madrid schon mal gleich in der ersten Instanz gescheitert ist, also einen weltweiten Emissionshandel aufzubauen, an dem sich alle Länder, und das muss ja dann auch in den Ländern kontrolliert werden, wer doch noch vielleicht schwarz oder versteckt oder illegal noch Sachen aus der Erde holt und verbrennt und so weiter. Eventuell muss man dann auch die tatsächlichen CO2-Emissionen noch irgendwie versuchen zu messen und so weiter. Also das müsste man erstmal kontrollieren können und so weiter. Und das ist alles sozusagen. Und dann haben wir eins von 1000 Problemen des Kapitalismus gelöst. Wir haben das Plastikproblem nicht gelöst, die Giftstoffe nicht gelöst, die Kriege nicht gelöst, die Depressionen nicht gelöst, die Krebserkrankungen nicht gelöst. Wir haben 1000 Probleme ungelöst und dann hätten wir so nach Jahrzehnten ein einziges Problem der Umweltzerstörung durch den Kapitalismus und der Lebenszerstörung durch den Kapitalismus gelöst und alle anderen nicht. Alle anderen Umweltsauereien laufen weiter, sozusagen, weil wir gerade mal einen CO2-Emissionshandel hingekriegt haben und sonst nichts. Also man sieht, das bringt alles nichts, ja? Und dann hat Professor Sinn noch eine Idee, nämlich den Club, einen Club der Willigen beim Klima, sozusagen so nach dem Motto, nur noch die Länder können miteinander Handel treiben, die sich an einem Club des Emissionshandels mit den entsprechenden Kontrollen, sozusagen, wer was aus dem Boden holt und so weiter, zusätzlich und so weiter, also mit Überwachung und so weiter, sozusagen. Und in diesen Club hinein dürfen nur noch die Länder liefern, die selbst zu dem Club gehören und alle Außenländer, deren Waren werden quasi an den Grenzen abgeschmettert und werden nicht mehr entgegengenommen, wodurch die dann wirtschaftlich so gefährdet sind und so unter Druck geraten, dass sie sich dann vielleicht und hoffentlich dem Klimaclub gezwungenermaßen anschließen würden. Ja? So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Wo ist der Fehler von Professor Sinn? Also genau genommen, was er so vorrechnet, ist jetzt wie bei diesem Klimaclub und bei dem weltweiten Emissionshandel,
das ist reine Zukunftshoffnung und Illusion und sozusagen ja, Zukunftsträumerei. Außerdem würde es nur eins von 1000 Kapitalismusproblemen weltweit lösen. Und wenn wir für jedes Kapitalismusproblem 50 Jahre Lösungszeit beanspruchen, dann sind wir, haben wir die nächsten 50.000 Jahre gut zu tun, um so ein bisschen die Probleme des Kapitalismus einzudämmen. Ja, dann machen wir es doch gleich richtig. Und jetzt beginnt das Weihnachtsgeschenk. Ja, also hier ist es schon angedeutet mit dem Bild hier, 900 Milliarden fürs Klima. Erst einmal mal kurz vorrechnen. Also, erster Schritt. Deutschland macht den Vorreiter oder ganz gleich ganz Europa von mir aus. Das ist mir auch egal. Aber wir können das Europäische Parlament gleich beraten. Dann geht es gleich in ganz Europa. Oder die zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Die besten Wissenschaftler der Erde können erstmal nur Deutschland beraten. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich rechne mal nur jetzt für Deutschland vor. Wir können das Ganze in Europa wären das natürlich viel höhere Summen und viel größere Summen. Aber ich rechne es mal nur für Deutschland vor. Nehmen wir mal an, wir gewinnen Europa nicht dafür, dann muss es Deutschland alleine machen. Ja? So, und jetzt kommen wir zu den Punkten, wo zum Glück oder zum Pech, es ist ja egal, wie wir es betrachten, Professor Sinn sich total irrt und wo er seine Wissenschaftsmängel hat. Ja, also ich gehe es mal durch. Hier, wo ist sein großer Mangel? Also ich gehe erst mal da, erkläre erst mal, wo sein Wissenschaftsmangel ist. Ja, er versteht vielleicht und akzeptiert als Wissenschaftler vielleicht Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, gehe ich mal von aus, denn so aufgeweckt, wie der Professor Sinn wirkt, das hat er kapiert, ne? Mendel gehe ich mal von aus, dass er auch noch kapiert hat. Aber wen er nicht kapiert hat und wen er überhaupt nicht verstanden hat und überhaupt nichts begriffen hat von, ist Wallace und Darwin. Also die gesamte Evolutionsbiologie hat er nicht begriffen. Dass nämlich Volkswirtschaften sich nach Evolutionsgesetzen evoluieren und dass dort Mutation und Selektion bzw. Variation und Selektion auch in Volkswirtschaften das entscheidende Entwicklungsprinzip darstellen, das begreift er nicht, das wird er wohl auch nicht mehr begreifen. Dazu ist er dann wieder nicht klug genug und nicht fit genug sozusagen. Und dadurch fehlt ihm die Möglichkeit, zu verstehen, was der Baufehler der sozialen Marktwirtschaft ist. Und zwar ein Baufehler, ich gehe gleich nochmal hier hin, hier, da sind wir bei der bisherigen Geldverschwendung. Die soziale Marktwirtschaft haut pro Jahr im Gesundheitswesen 65 bis 70 Milliarden, sagen wir mal 70 Milliarden, ich schätze, es ist in Wirklichkeit noch mehr, hauen wir allein, weil wir die soziale Marktwirtschaft haben und noch nicht ausgestiegen sind aus der sozialen Marktwirtschaft, verlieren wir jedes Jahr 70 Milliarden. Wenn wir die jedes Jahr reinholen, haben wir schon, ist es schon nicht mehr so, dass wir Deutschland total ruinieren müssten für diesen Sonderweg sozusagen, den Vorreiterweg. Aber es geht ja noch viel weiter hier. Verschwendung im Bildungswesen, Verschwendung durch unser Ernährungssystem. Ich mache es nur mal an einem Beispiel deutlich. Wir leisten uns im Kapitalismus den Riesenluxus, dass wir es zulassen, durch das kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche, falsche Belohnungs- und Anreizsystem, lassen wir es zu, dass unsere Menschen krank ernährt werden, ständig krank werden durch giftige Nahrung, giftige, billige Nahrungsdinge wie Zuckernahrung, Salznahrung und andere Billigstoffe, die also quasi viele Krankheiten verursachen, und dann reparieren wir die für 380 Milliarden jährlich, reparieren wir diese Schäden, die das Ernährungssystem und andere Teile des Systems sozusagen erzeugen.
Und jetzt, wenn wir mit Hilfe der zweiten Scientists for Future 2 sofort aussteigen an diesem Punkt aus der sozialen Marktwirtschaft und dann die Ernährung uns ganz schnell aufhört, uns alle krank zu machen, dann haben wir jährlich nochmal mindestens, sagen wir mal, aller mindestens 50, 60 Milliarden plus. Da sind wir schon vielleicht bei 120, 130 Milliarden Einsparung jährlich. Also Geld, das wir dann in die Hand nehmen können, in die Staatshand nehmen und mit der wir alle Kosten sozusagen bezahlen können. Dann haben wir riesige Verschwendung in der Wissenschaft. Ja, wenn wir das beenden, ja, dass also der Kern der Wissenschaft rund um, also die Mehrheit aller Wissenschaftler angestellt wird, rund um das Statistische Bundesamt und die statistischen Landesämter sozusagen und quasi an den Universitäten quasi die statistischen Landesämter einziehen und so weiter, dann kriegen wir eben eine nicht mehr verschwenderische Wissenschaft, eine nicht mehr fehlgesteuerte Wissenschaft, sondern eine effiziente Wissenschaft und dann sparen wir wieder viele Milliarden ein. Bei der Rüstung, die ganzen Korruptionsverschwendungen und so weiter hören ja damit sofort auf, weil es ja sofort, wenn wir aussteigen aus der sozialen Marktwirtschaft, gibt es ab dem nächsten Tag gibt es keinen einzigen Lobbyisten mehr deutschlandweit, weil es sich nicht mehr rechnet, sozusagen Vorteile in der Politik zu erwirken durch Lobbyismus, wenn man die Schäden, die dadurch entstehen in der Bevölkerung, ja selber bezahlen muss. Das wird dann also zu einem, ich mache 100 Millionen Euro plus und muss aber 100 Millionen Euro Strafe bezahlen für die Schäden, die ich dadurch anrichte. Das rechnet sich nicht mehr, also wird der Lobbyismus sofort eingespart werden und es gibt sofort keinen Lobbyismus sozusagen mehr. Und dadurch gibt es dann auch keine Verschwendung mehr beim Umgang mit den Geldern bei der Rüstung. Wir können auf Defensivrüstung umstellen und können Deutschland zu einem rein defensiven, raketenabwehrriegelgeschützten Land machen, sozusagen, mit geringen Kosten und so weiter. Ich will jetzt aber nicht die Rüstungsreform im Detail ausbreiten, ne? Und dann die Arbeitsagentur wird total reformiert durch die zweiten Scientists for Future 2 und bringt uns dann auch Milliardeneinsparungen. Ja? Und hier Steuermilliarden verschwendet und Verschwendung, Missstände, Gesundheitssystem, Frankenprämien, Bundesrechnungshof, Bundeswehr, Analyse zum Gesundheitssystem, überteuerter Murks, Gesundheit ineffizient, Sozialstaat teuer, ineffizient und ungerecht. Also überall. Und dann kommt man auf bis zu 500 Milliarden plus. Das ist eine halbe Billion Euro jährlich plus für Deutschland. Und davon können wir das alles bezahlen. Davon können wir sogar eben die Wälder anderer Staaten teilweise aufkaufen und schützen. Wir können und damit vorangehen und der Welt zeigen, wie es geht, den anderen Staaten zeigen, wie es geht. Wir können Öllager und Gas- und Kohlelagerstätten aufkaufen von den Scheichs und so weiter und stilllegen und erstmal also in der Erde lassen, sozusagen. Keep it in the ground, heißt es bei Friday ist for Future immer so schön, ja. Und das heißt, und wir können, ja, das ist das vielleicht sogar der wichtigste Punkt, weil Professor Sinn natürlich überhaupt nicht versteht, erstens das und warum wir aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen müssen, ja. Und er versteht halt auch nicht, dass dieser Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft einen sofortigen Rückgang der Konsumsucht zur Folge hatte. Und er hat ja quasi all seine Rechnungen beruhen auf gleichbleibender Konsumsucht, auf gleichbleibender Autofahrsucht, auf gleichbleibender Reisesucht und auf allen diesen Konsumsüchten, die hat er ja konstant gehalten. Und wenn die aber wegfallen,
dann wird auch die Strommenge, die wir brauchen an erneuerbaren Strom, viel, viel geringer ausfallen als vorher. Und auch die Menge an Windrädern, die wir brauchen, viel geringer sein, als er gerechnet hat und so weiter. Und auch die Menge an Sonnenkollektoren viel geringer ausfallen, als er gerechnet hat, weil er unterstellt ja eine gleichbleibende Konsumsucht, weil es für ihn gar nicht die Konsumsucht gibt, ja. Und dann deute ich jetzt schon mal an, bevor ich dann gleich erkläre, wie das mit der Konsumsucht ist, nochmal ganz kurz, weil Sie ja die anderen Videos vielleicht noch nicht gesehen haben. Und dann der Klimaclub vom Professor Sinn, der ist natürlich relativ chancenarm, ja. Oder das dauert 50 Jahre, bis wir den hinkriegen, ja. Nein, aber was gehen würde, ist der Klima-Zweite Scientists for Future 2 Club. Der kann funktionieren, weil das bedeuten würde, dass nur die Länder, die sich zu dem CO2 im Welt, zu dem CO2-Emissionshandel-Club sozusagen da beitreten, nur die kriegen dann auch die Beratung von den zweiten Scientists for Future 2, die ihnen den Ausstieg, den gewinnbringenden Ausstieg aus dem Kapitalismus ermöglicht und die vielen Milliarden, die dadurch an Plus entstehen, ja, sodass also man sagen kann, liebe USA, liebes China, liebe Indien, wenn sie nicht dem Klima-Zweite Scientists for Future 2 Club insgesamt beitreten und also auch, also sich weigern, dem weltweiten oder dem clubweiten Emissionshandel beizutreten, dann kriegen sie auch die Beratung nicht. Also wenn, dann müssen sie dem gesamten Club beitreten, mit allen Rechten und Pflichten sozusagen, oder gar nicht. Und entweder sind sie dann draußen und werden ausgesperrt oder sind dann ausgesperrt aus dem riesigen Wirtschaftswunder und aus dem riesigen Einsparungen sozusagen und sind ganz draußen und ihre Produkte werden auch nicht mehr in die Clubländer hineingelassen und dann stehen sie vor dem Nichts, ne? Also, und so kriegen wir dann die ruckzuck die anderen Länder in den Club. Und die werden es gar nicht abwarten können, aufgenommen zu werden, weil sie ja an Deutschland sehen, wie Deutschland einen riesigen Sprung nach vorne macht und wie es sozusagen da mit diesem Sprung nach vorne all das finanziert, was Professor Sinn als unfinanzierbar denkt sozusagen. Und das ohne Wohlstandsverlust, sogar vielleicht mit einem Wohlstandsgewinn dabei. Ja? Also die zweiten Scientists for Future 2 haben ja schon angedeutet, dass sie auf jeden Fall für jeden Bürger in Deutschland eine kleine Steuersenkung vorgesehen haben, damit jeder auch mitgenommen wird und so weiter. Ja? So, und jetzt rechne ich das mal vor. Also das nochmal kurz dazu. Hier zum Beispiel hier die 70 Milliarden jedes Jahr sinnloser Verlust durch unser Gesundheitswesen, hier nochmal bestätigt vom Präsidenten des Allgemeinen Patientenverbandes. So, jetzt gehe ich das mal hier durch. Ja? Also die Verluste haben wir aufgezeigt. Die Wissenschaftler, jetzt bringen wir also das rein, was Professor Sinn fehlt, nämlich Wallace und Darwin. Ja? Und das ist hier Mutation, ja, also Evolution, Mutation und Selektion, ja, hier, ich gehe darauf jetzt gar nicht länger ein, weil das sollten Sie sich mal im Internet anschauen, gehen Sie mal so Begriffe wie Mutation, Selektion, Rekombination, Evolution, studieren Sie das mal, damit Sie ein bisschen was, die moderne Rekombination, Mutation, Selektion hier, googeln Sie mal und bei YouTube gibt es massig Videos darüber. Ne? So, und jetzt, was passiert nämlich sozusagen, wie funktioniert die Konsumsucht und wie beenden die zweiten Scientists for Future die Konsumsucht und wie beenden sie, wie erzielen sie so unendlich viel Geld durch die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft? Also, nochmal ganz kurz angedeutet, ich mache jetzt nur ein Beispiel von 100.000. Ja? Wir haben hier ein Märchen, also einen Händler
und mit seinen Märchenerzählern am Lagerfeuer und so weiter vor 400.000 Jahren, 300.000 Jahren, 200.000 Jahren, spielt keine Rolle genau wann die ersten diese Situation jetzt ist, also schon ewig lang her. Und diese Märchenerzähler erzählt in all seinen Geschichten nur Wahrheiten und erzählt zum Beispiel nichts davon, dass also Schmusen, Körperkontakt, Massage und Sexualität doch irgendwie unschicklich sein und unkeusch und irgendwie schlecht oder vielleicht sogar krankheitserregend, wie die Masturbation oder so, die Selbstbefriedigung. Nein, er erzählt nur Wahrheiten. Sein Umsatz ist relativ gering, denn er erzeugt keine Konsumsucht. Durch seine Geschichten macht er den Leuten keine Angst, zum Beispiel vor Körperkontakt. Die Leute haben viel Körperkontakt und werden nicht esssüchtig, werden nicht alkoholsüchtig, nicht zigarettensüchtig, nicht zuckersüchtig, nicht salzsüchtig, nicht pizzasüchtig, nicht Mallorca-süchtig und so weiter. Also der verkauft fast nichts und stirbt als Händler aus vielleicht, weil im Gegensatz zu ihm andere Händler da sind, hier ein anderer Händler ist, dessen Märchenerzähler also ständig Geschichten erzählt, dass Schmusen und Körperkontakt und Zärtlichkeit unschicklich ist, sozusagen unkeusch ist, ja, und er hat dann zum Beispiel hier einer seiner Söhne führt diese Geschichtenerzählerei ganz vehement weiter, kann deswegen 3 Kinder ernähren und weil er so reich wird, weil die Leute alle konsumsüchtig werden und seine Güter kaufen und so weiter. Und dann breitet sich sozusagen seine Kinder, die haben dann wieder viele Kinder und so weiter. Und dann haben wir am Ende ein riesiges kapitalistisches weltweites Imperium von Händlern, die alle mit Märchenerzählern assoziiert sind, die alle Geschichten davon erzählen, dass Schmusen und Körperkontakt schlecht ist. Die Leute, denen fehlen dann Glücksmomente und Glückserlebnisse und die Glückserlebnisse holen sie sich durch Shoppen, durch Konsumsucht, durch Alkoholsucht, Zigarettensucht, Zuckersucht, Süßigkeitensucht, Mallorca-Sucht, Reisesucht und ähnliche Süchte. Und dadurch ist der Gewinn immens. Wenn wir jetzt und dadurch zum Beispiel entstehen ganz viele Krankheiten, ja, und diese Krankheiten verschlingen wieder unriesige Reparaturkosten und so weiter. Und ab dem Moment, wo wir aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen und dann der Hausarzt sozusagen um den Hausarzt sich Gesundheitskommunen entwickeln, Gesundheitssportkommunen und so weiter, und die Menschen wieder anfangen miteinander Leben zu genießen, dann schlagartig fängt dann an, die Konsumsucht abzunehmen und die riesigen Verluste durch die Konsumsucht fahren sich runter sozusagen und wir sparen riesige Gelder ein und riesige Gesundheitsschäden sparen wir ein und all die Gelder können wir in die Staatshand nehmen und können damit dann sozusagen all das bezahlen, was wir vorhin besprochen haben, ja? Und genau das alles weiß Professor Sinn nicht. Er weiß erstens nicht, dass unser Konsumverhalten kein natürliches Konsumverhalten ist, sondern eine Krankheit, also eine Konsumsucht ist, die der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft selbst erzeugt hat. Und wenn wir aussteigen aus der sozialen Marktwirtschaft, dann läuten wir quasi das Ende der Konsumsucht ein und aller zugehörigen Krankheiten und so weiter. Und jetzt könnten wir das noch an 1000 anderen Beispielen durchgehen. Dann hätten wir die gesamte Gesellschaft und die gesamte Fehlentwicklung innerhalb der sozialen Marktwirtschaft erfasst. Und dann wird deutlich, dass wir 500 Milliarden pro Jahr Plus machen. Ja? Und mit diesem Plus machen wir den Vorreiter und dann begründen wir den Club der Willigen. Und der Club heißt dann nicht Klimaclub, wie Professor Sinn vorschlägt, wo ich schätze, dass wir dafür 50 Jahre bräuchten, sondern es würde bedeuten, der Club heißt Klima-Zweite Scientists for Future 2 Club. Und die USA und China und Indien würden sofort Schlange stehen und drängeln, dass sie da schnell reinkommen. Denn so, wenn sie sehen, dass bei uns schon im ersten Jahr sozusagen ein Wunder geschieht, dass der Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft das ganze Land sozusagen einen riesigen volkswirtschaftlichen Gewinn darstellt, dann wollen die das natürlich auch, können es aber nicht. Denn die haben ja nur so Volkswirte wie den Professor Sinn und solche Leute können das nicht. Ja.
Und die 24 Professoren und Doktoren der zweiten Scientists for Future 2 sind die einzigen auf der Welt, die das können. Und deswegen wird dann die Formel so lauten, dass wir in Deutschland die erste Welle der Reformen durchführen und dann sofort die USA in den Club aufgenommen wird, in den Klima-Zweite Scientists for Future 2 Club. Und dann in der USA die gleiche Menge an Reformen durchgeführt wird. Dann kommt vielleicht China dazu. Dann müssen die Professoren halt nach China reisen und und wie gesagt, für Deutschland ist ja das alles kostenlos, denn die Professoren haben ja sich bereit erklärt, Deutschland oder ein Land der Erde völlig kostenlos zu beraten und so weiter, aber auch für die anderen Länder, ich meine für die USA wären also auch ein paar hunderttausend Kosten für die Professoren wären ja nur Peanuts, also ich denke, da wird es keine Probleme geben, ne? Und dann würde man in Deutschland würde man wieder kostenlos die nächsten Reformen durchführen, dann wieder in USA, dann wieder in China. Ja, das wären dummerweise nochmal Flugreisen, ja, aber gut, das wären dann ganz wenige Flugreisen mit einem riesigen Ergebnis, ne? Und ja, so hätten wir dann also sozusagen den Club der Willigen. Alle anderen Staaten wären handelsmäßig, sozusagen deren Produkte könnten in die Clubländer nicht mehr reinkommen und die anderen würden alle Schlange stehen, um dann eben möglichst schnell auch diese Reformen zu bekommen. Und vielleicht, aber da darf ich wenig Hoffnung machen, vielleicht, wenn die Professoren dann anfangen würden, aber es würde ungefähr 20 Jahre dauern, entsprechend kompetente Leute auszubilden, die das dann in den anderen Ländern übernehmen könnten, sozusagen die Reformarbeit. Ich fürchte schon, dass dann die Professoren in allen 200 Ländern der Erde auch mal mindestens mal für ein paar Wochen bis Monate tätig sein müssten, ja, um wenn wirklich alle Länder dann dazugehören wollten und dazugehören wollen. Gut, aber das wäre also sozusagen auf jeden Fall, das ist die einzige Chance. Das heißt also, ich fasse zusammen. Professor Sinn rechnet in dem zweistündigen Vortrag ganz realistisch vor, und da gibt es auch keine Einwände, realistisch vor, dass es gar nicht funktionieren kann und dass es so, wie es jetzt geplant ist, nicht funktionieren kann, dass vielleicht in der Zukunft irgendwann in 30, 40, 50 Jahren vielleicht sein Klimaclub funktionieren könnte und wahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich ist, dass in den nächsten Jahrzehnten ein weltweiter Emissionshandel funktionieren könnte, einfach so, ohne diesen Club, ohne den Druck des Clubs, weil eben dann immer diese Wohlstandskosten und Einschränkungen dann wiederum genauso viel Tote bedeuten für die armen Länder, wie die Klimaschäden Tote bedeuten sozusagen. Und dann bringt es ja nichts, ja, für die armen Länder. Und nur mit dem Klima-Zweite Scientists for Future 2 Club haben wir also eine Lösung, wo niemand einen Wohlstandsverlust eingehen muss und wo wir sehr schnell also diesen Club der Willigen zu starten können. Und ja, und das hängt alles davon ab, wie es da steht, ne? Also solange Greta Thunberg und Luisa Neubauer und all die Fridays for Future das bisher weiter, solange die das weiter blockieren, wird sich halt nichts tun beim Klima und die ganze Bewegung wird in die Geschichte eingehen als die krassest gescheitertste Bewegung von allen, weil zwar alle Welt darüber geredet hat, ich muss vielleicht nochmal abschließend sagen, vielleicht weil da die Leute falsche Vorstellungen haben, ja, in der Psychologieforschung weiß man, was geschieht. Da weiß man, dass wenn die Leute gefragt werden, finden sie Klimaschutz wichtig?
dann wirkt eine Kraft, die in der Psychologie Standard ist, die sogenannte soziale Erwünschtheit. Natürlich, wenn so eine Frage kostet mich doch nichts. Ich kann doch dann den Guten spielen, weil es mich doch nichts kostet. Ich kann doch sagen, natürlich halte ich Klimaschutz für wichtig. Dann haben es da plötzlich 80-90% der Bürger, die sagen, die finden Klimaschutz wichtig. Ja, ist doch klar, kostet sie ja auch nichts. Ist doch nur eine Aussage, dass sie das gut finden. Wenn es aber darum geht, ob sie jetzt einen SUV weniger kaufen, einen SUV weniger kaufen oder eine Flugreise weniger buchen, einmal weniger nach Mallorca fliegen oder weniger Auto fahren oder was auch immer, dann kommt die Wahrheit erst zum Ausdruck. Und die Tatsache ist, dass die Zahlen eindeutig sind. Der weltweite CO2-Ausstoß und der CO2-Ausstieg von Deutschland ist gestiegen und ist vielleicht sogar noch mehr gestiegen, weil es Greta gibt und weil es ja dann auch die Trotzreaktionen gibt. Wir haben ja unheimlich viel Gegenreaktionen gegen Greta und Fridays for Future. Und diese Leute, da gibt es ja ein Video im Internet auch, das zeigt, also einer, der gesagt hat, ich habe jetzt aus Trotz extra 10-mal so viel CO2 verbraucht wie vorher. Einfach nur aus Trotz gegen diese Bevormundung durch Greta und Fridays for Future, ja, und so weiter. Und da wird das nicht nur die einzigen. Gucken wir uns die ganzen Fridays for Hubraum an. Das ist 500.000 Menschen, die auch garantiert alle aus Trotz jetzt erst recht CO2 verbrauchen und so weiter. Aus Trotz, aus Reaktanz, wie man das in der Psychologie nennt, ja. Und so weiter. Also diese Bewegung wird, wenn wir nicht diesen Weg, dieses Klima-2-Scientists-for-Future-2-Clubs, wenn wir diesen Weg nicht gehen und wenn diesen Weg nicht endlich Greta Thunberg und Fridays for Future gehen, indem sie sagen, wir machen jetzt morgen eine Pressekonferenz mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammen, wo das alles vorgestellt wird und der Welt angeboten wird, dieser neue Club sozusagen, dann wird es nichts. Und dann wird am Ende es heißen, ja, die ganze Welt hat zwar kontrovers geredet über Klimaschutz, aber getan hat halt niemand was. Und deswegen ist es die gescheitertste Bewegung aller Zeiten sozusagen. Ja, also Leute, holt euch einfach euer Weihnachtsgeschenk ab und morgen, übermorgen, übermorgen die große Pressekonferenz, dass es jetzt losgeht und dass die Lösung gefunden ist. Und dann haben wir zwar 7 Monate Zeit verloren und 7 Monate Klimaschäden verloren, aber besser zu spät als nie. Ne? Ja, schöne Weihnachten noch, bis morgen. Und das war also das Weihnachtsgeschenk, der Weihnachtsfrust und das Weihnachtsgeschenk in einem Talk. Alles klar, bis morgen, tschüss.